Leute wie ihr werden bei Cheshire und auch bei den Vertigo-Runden direkt mit nem Feeling gefesselt, was euch auf die Tanzfläche kettet, gespannt auf die Tracks. Ich lieg in der Drecksecke, in Fötusstellung, auf mich selbst brechend, in voller Verzweiflung den DJ nur schreien, fragen, wann ist endlich die Party zu Ende? Yeah, shit man, ich kann's nicht begreifen. Titus, was soll das hier sein? Eine Clubmusik, für die niemand jemals auf die Feier gehen würde, Revival-Party? Und das dann in noch schlechter. Jungs, alter geil, ihr habt's Thema getroffen. Bin Thema besoffen, von denen am Kotzen gewesen. Doch ey, jetzt fühle ich den Scheiß. Kompletter Absturz. Cheshire kann von drei runterzählen und fühlt sich deshalb wie die Eins. Was mich fast nicht überrascht, wenn es bei Vertigo schon reicht, dass er für den besten Topf ja nur mit Zahlen um sich schmeißt. Dass er gern mal jemand Interessantes gegen ihn hätte, dann wird er mal richtig Punches geben. Sonst wird er jeden mit den Party-Vibes zerlegen. Okay, Brudi, steile These. Oh damn, Cheshire verspeist gerne Ei. Und Vertigo spürt diese spanischen Vibes. Ich schwör euch, ich reihe mich hier gleich ein. Und ich schrei immer weiter. Ich find's witzig, dass du aussiehst wie die